Mal hallo in die Kamera. Sag mal hallo. Als ob du reinschauen würdest. Was ist das? Was ist das? Ein kleiner Spinner. Bist du noch verpennt? Bin ja verpennt von heute Nacht, ja? Ich hab Lecken. Hi und willkommen zu einem ganz spontanen Video von mir. Ja, diese Idee ist mir jetzt gerade so wirklich ganz spontan gekommen. Ich war hier in unserer neuen Wohnung am Saugen und am Wischen und dann macht man, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, sich Gedanken und überlegt so ein paar Sachen. Ja, und denkt einfach nach und ich habe diesen Gedanken in letzter Zeit einfach schon öfter, wie ihr im Titel auch schon lesen könnt, ob es sich noch lohnt, meinen YouTube-Kanal weiterzuführen, ob ich das Ganze noch weitermachen soll oder nicht. Dieser Gedanke kam mir in letzter Zeit einfach schon öfter, weil ich momentan überhaupt keine Zeit zum Videodrehen mache und auch überhaupt nicht die Motivation dazu habe. So, wo war ich jetzt? Entschuldigt bitte, die Tür hat geklingelt und ich war ganz überrascht. Wir haben 9 Uhr? 9 Uhr? Ja, 9 Uhr ungefähr. Und gerade kam Fleurop und hat mir diesen wunderschönen, ja, oh, ihr seht es gar nicht, Moment, ich muss mal die Kamera umdrehen, diesen wunderschönen Blumenstrauß. Ja, vorbeigebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben hier an unserer Tür so einen Spion. Und wenn es klingelt, dann schaue ich da immer durch. Und gerade klingelte es und ich dachte mir nur so, 9 Uhr, wer ist das? Paketdienst kann nicht sein. Wer ist das? Guckt euch diesen Spion, sehe nur einen Mann und denke mir so, wie gruselig ist das denn? Ich mag es überhaupt nicht, Türen aufzumachen, wenn ich nicht weiß, wer an der Tür steht. Bei DHL oder anderen Hermes zum Beispiel oder so, kann man es mal sehen, die haben immer so Klamotten an. Aber er stand halt so komisch da auch noch und da war ich so ein bisschen irritiert. Und dann dachte ich, machst du jetzt die Tür auf oder machst du das nicht? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und dann habe ich die Tür aber trotzdem aufgemacht und dann, jetzt muss ich mal wieder umswitchen, hat er mir diesen schönen Blumenstrauß einfach in die Hand gedrückt und meinte so, tschüss, schönen Tag noch. Und ich war so völlig irritiert und so, okay, was ist denn das? Und da war auch noch eine Karte dran und diesen super schönen Blumenstrauß hat mir meine Schwester geschickt, die im Ausland lebt, immer wieder auf anderen Kontinenten. Und ja, hat mir den heute geschickt zu meinem, ich muss sagen, zu meinem Geburtstag. Und seht euch an, wie super wunderschön der ist und wie toll das mit diesen Lindpralinen auch ist. Also wenn ihr mal Verwandte habt oder so, die ihr nicht erreichen könnt, denen ihr aber was Schönes schenken wollt, dann macht es einfach, weil ich habe mich so riesig gefreut. Also Caro, wenn du zuguckst, danke, 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 danke. Ich habe mich riesig gefreut und Leute, ich sag's euch, die Farben sind einfach nur der Hammer und die riechen so toll. Also ihr könnt es jetzt nicht vorstellen, wie diese Blumen. Ich bin leider nicht so der Blumenexperte. Ich weiß nicht, was das hier für Blumen sind. Auf jeden Fall riechen die unheimlich gut. So, zum Thema zurück. Bitte entschuldigt auch im Hintergrund das Chaos in der Küche. Wir haben momentan nur so eine Leihküche, weil unsere richtige Küche noch nicht da ist. Die ist bestellt, aber ist noch nicht da. Deswegen ist da so ein Chaos. Und ich habe noch nicht gespült, deswegen bitte entschuldigt das Ganze. Ich habe das jetzt eben kurz gesehen. Also zum Thema zurück. YouTube-Videos, YouTube abbrechen. Ich weiß es momentan einfach nicht. Wie gesagt, die Motivation fehlt irgendwie. Die Zeit fehlt vor allen Dingen. Viele unterschätzen einfach, wie lange ein YouTube-Video dauert. Das Drehen ist wirklich auch so eine Schwierigkeit, weil ich muss ja gerade meinen Arm wechseln. Es klappt nicht immer alles so auf Anhieb, wie man das möchte und manchmal geht die Kamera aus, weil der Akku leer ist. Da muss man das Ganze wieder runterfräsen, wieder neu machen und es kostet natürlich Zeit und ist sehr aufwendig und manchmal auch ein bisschen nervig, wenn es dann nicht so klappt, wie man möchte, obwohl man eigentlich ein Video hochladen möchte und so weiter und so fort. Dann das Schneiden von Videos, das Fotos machen für YouTube, damit man halt dieses Startfoto hat. Fotos von den Nägeln machen, das mache ich immer am liebsten am ersten oder am zweiten Tag. Das kostet halt alles immer unheimlich viel Zeit und ist sehr aufwendig und ja, da habe ich momentan einfach nicht so die Lust zu, weil ich hier einfach andere Sachen zu tun habe. In letzter Zeit waren einfach super viele andere Dinge viel, viel wichtiger. Die Renovierung der Wohnung. Wir haben jetzt letztens zum Beispiel, ich kann euch das mal zeigen, allgemein Sachen aufhängen, Spiegel zum Beispiel oder so, hier im Badezimmer gestrichen und bis wir dann die Farbe wirklich hatten, die wir haben wollten, mit Bildern ausgesucht und einen Spiegel ausgesucht, weil wir uns diese Wohnung einfach komplett neu einrichten. Diese Badezimmerschränke haben wir selber gemacht, das werde ich euch aber, falls ich mit YouTube noch weitermache, wie gesagt, ich weiß es momentan einfach nicht, deswegen dieser Titel ist so ein bisschen drastisch, aber es ist einfach was, das, was mir momentan im Kopf so rumschwirrt, werde ich eine Roomtour machen, falls ich weitermache und die Wohnung endlich irgendwann mal fertig ist, weil ich habe das Gefühl, wir hängen hier schon seit 5 Monaten dran, aber es sind, glaube ich, erst 1,5 oder 2 Monate und die Wohnung hält einfach total auf. Deswegen
leidet mein YouTube-Kanal momentan einfach. Und ich kann euch auch nicht sagen, wann mein nächstes Video kommt. Ich werde heute auf jeden Fall meine Nägel machen, denn die haben es wirklich in sich. Ich hoffe, der stellt jetzt scharf. Ihr könnt sehen, die sind unheimlich rausgewachsen. So muss ich mal näher ran, komm schon, schnell scharf. Da, die sind unheimlich rausgewachsen, da ist noch Farbe. Ich habe die gekürzt. Das sind die Babyboomer-Nägel, die ich euch in meinem letzten Video gezeigt habe. Also die haben momentan sehr gelitten. An der anderen Hand rechts ist auch eine eingerissen, weil ich ja halt immer am Handwerken war und mit dem Hammer draufgehauen habe. Und ach, all solche Sachen. Das heißt, meine sind heute auf jeden Fall fällig. Ob ich zu meinen Nägeln jetzt ein Video drehen werde, weiß ich noch nicht genau, weil ich würde die einfach gerne in Ruhe machen, ohne ein Video drehen zu müssen. Aber vielleicht, wenn ich die gleich anfange, habe ich dann doch Lust. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Es ist momentan einfach sehr, sehr schwierig. Ich bin sehr, sehr demotiviert, was das angeht. Es ist halt auch immer so ein bisschen frustrierend, wenn man sieht, dass andere YouTuber mit ihren Abonnentenzahlen die in die Höhe explodieren und bei einem selber tut sich einfach nicht viel, weil man die Zeit dazu nicht hat, weil ich zum Beispiel das Ganze nur hobbymäßig mache. Ich gehe Vollzeit arbeiten, dementsprechend habe ich da nicht so die Zeit zu. Ich habe die Familie, die Freunde, die ich halt auch noch machen muss, die Wohnung dann hier. Und ja, es ist halt einfach schwierig, alles unter einen Hut zu bekommen. Und da fällt das momentan halt leider einfach ein bisschen weg. Vielleicht habe ich dann, wie gesagt, küsst mich gleich die Muse und ich drehe noch 3, 4, 5, 6 andere Videos, vielleicht aber auch nicht. Ihr werdet es in meinem nächsten Video sehen. Ich hoffe, es wird bald kommen. Ich kann es euch aber nicht sagen, ich kann es euch nicht versprechen. Ich freue mich über Kommentare, über das ganze Thema, wenn ihr sowas gerne sehen wollt. Ich dachte, ich sage euch einfach nur mal Bescheid, damit ihr nicht denkt, wo ist sie, was ist passiert oder was auch immer. Aber die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen genau, dass ich da ab und zu auch mal private Fotos hochlade, nicht schicke, private Fotos hochlade und da sieht man dann ab und zu, dass ich auch noch am Leben bin. Auf Facebook bin ich leider nicht so aktiv. Ich weiß nicht wieso, mir gefällt Instagram einfach viel, viel besser. Also wenn ihr mir dann nicht folgt, dann folgt mir da. Ich setze euch das Ganze, also wie immer, unten ist alles in der Infobox. Da könnt ihr sehen, welcher mein Instagram-Account ist. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns demnächst bald wiedersehen. Bis dann, ciao!